Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und wenn ihr wissen wollt, was ich heute mit meiner Sister mache, hello, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ihr wisst ja noch gar nicht, was für ein Video wir heute drehen, aber Kumran hat mir gesagt, dass ich heute einen Tag bestimmen darf. Und deshalb sitzen wir jetzt gerade schon im Auto und wir fahren jetzt in den Stall. Wer hätte es anders gedacht? Freust du dich schon, Konrad? Auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwann kriegen wir dich noch so weit und dann wirst du auch ein Reiter. Ganz bestimmt. Die erste Aufgabe wird folgendes sein. Und zwar machen wir jetzt einen wunderschönen Spaziergang mit den Pferdchen. Das muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ich dachte jetzt irgendwie, ich muss irgendwie das Paddock abäppeln oder sowas. Aber auch eine gute Idee. Warum sage ich sowas überhaupt? Ich sage einfach gar nichts mehr. Also ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem Spaziergang an. Du darfst dir jetzt sogar aussuchen, ob du Valentino oder Gollum nehmen möchtest. Ich nehme auf jeden Fall Valentino. Okay, dann nimmst du jetzt Gollum. Ich bin so eine richtig freche Schwester. Es tut mir halt leid. Aber du hast gesagt, ich darf heute einen Tag bestimmen. Konrad hat so ein bisschen Angst, was Respekt Gollum Respekt vor Gollum. Angeht. Weil die Sache ist halt, stell dir vor, irgendwie er erschreckt sich und er rennt los. Was soll ich machen? Ihn beruhigen? Was soll ich ihn dann beruhigen? Also, schnapp dir erstmal das Halfter und nimm Valentino. Hallo, Valentino. So, perfekt. Dann nehme ich jetzt mal Valentino. Und du kannst dir jetzt Gollum holen. Oha. Was ich mich schon die ganze Zeit gefragt habe, ist, ob man auf diesen eingefrorenen Teich gehen kann. Und ich würde sagen, du machst das jetzt einfach mal. Was? Ja. Das war halt meine Frage hinter der Kamera. Ist Frechheit. Ich habe mir jetzt mal so einen Hexenbesen geholt. Ich guck jetzt mal, ob das überhaupt geht. Weil es hat ja auch getaucht. Man sieht das hier oben. Kein Problem, Konrad. Da kannst du drauf. Ja, okay. Los, stell dich mal drauf. Ich hab halt echt Angst, ein bisschen. Konrad, halt dich doch da so am Balken fest, genau. So dumm, Leute. Geht niemals auf Eisflächen. Sondern dass man sieht halt, dass es nur so dick ist. Ja, das wird halt nicht halten. Oh! Ah. Es knackt. Oh! Gleich so bloß, wenn ich weg. Oh, hier ist es noch weicher. Ich möchte das an. Okay, Konrad, ich möchte nicht, dass du da direkt reinfällst. Das Video soll ja noch ein bisschen gehen. Also komm ruhig wieder und wir gehen jetzt erstmal eine Runde spazieren. Wir sind jetzt hier an Gollums Box angekommen und genau das meine ich. Guckt euch den an. Er kommt so zu mir und legt so seine Ohren an und macht den hier. Er will mich so beißen oder so. Ich glaube, er mag dich halt irgendwie gar nicht. Ich glaube halt auch nicht. Ich glaub, also, Gollum mag halt leider meinen Bruder gar nicht. Dann nimm du erstmal Valentino und dann freundet ihr euch bestimmt noch an. Und dann können wir losgehen. Ich nehme erstmal Gollum und dann später übernimmst du ihn dann noch. Wir sind jetzt schon eine ganz große Runde gelaufen. Und Hella hat einfach vergessen, dass ich Gollum nehmen muss. Deshalb so musst du es jetzt machen. Jetzt musst du mir Valentino geben. Oh Mann. So, jetzt habe ich gar kein Pferd mehr. Nice. Und jetzt nimmst du Gollum. Chill, okay? Bitte chill. Ich möchte nicht nach vorne. Leute, ich bin gerade fast gestorben. Alter, Gollum ist gerade so abgegangen. Hat sich erschrocken oder ist ausgerutscht und so. Und plötzlich, er geht so runter. Boah, kurz einen Herzinfarkt bekommen. Und, oh, ich bin gerade auch hier weggeglitscht. Ist alles so matschig. Wir sind jetzt schon wieder im Stall angekommen. Gollum hatte ein paar Fressattacken, weil er Gras gesehen hat. Ich weiß gar nicht, was machen wir gleich, Hella? Die Aufgabe, die du dir schon selber gegeben hast, und zwar darfst du jetzt einmal Paddock abäppeln. Oh nein, bitte nicht. Warum? So. Tschüss, Gollum. So, Konrad, dann such dir mal eine Karre aus. Jetzt die Frage aller Fragen, welche Karre nehme ich? Also ich weiß, eine von denen ist kaputt. Das ist die lila, ne? Das sehe ich schon mal. Natürlich entscheide Echt? Ich mich dann. Ich dachte, die wäre heile. Nee, die ist da kaputt. Warum nehme ich, ich mal die pinke? Ich glaube, die pinke ist kaputt, oder? Die pinke ist heile. Nein, die hat einen Plattenreifen. Dann stehen ja so viele Karren zur Auswahl. Welche nehme ich? Die kaputte oder die kaputte oder einfach die heile? Ich glaube, ich nehme die heile. Hella wollte mir diesen pinken Appleboy geben, aber ich habe hier jetzt so eine viel nicere Schaufel gefunden. Und mit der hat man mehr Abstand und man muss sich nicht bücken, da kann man einfach so machen. Also mir ist das ganz egal, mit welchem Gerät du arbeitest. Hauptsache, das Paddock wird aufgestellt. Dann fang mal an. Okay, das geht ganz gut, aber du bist irgendwie sehr, sehr langsam. Ich bin im Gefriermodus, genauso wie die Umwelt. Ich bin wie ein Reptil, das sich der Umwelt anpasst. Okay, ich glaube, es würde mehr Sinn machen, würdest du die Karre hier noch ranholen. Nein, warum das denn? Du musst dich ein bisschen beeilen, wir haben nämlich noch ein richtig straffes Programm vor uns. Oh mein Gott. Die Motivation hält sich noch gerade in Grenzen. Und Konrad, wie sieht's aus? Die Karre ist noch nicht so sehr gefüllt. Wie ergeht es dir? Macht es Spaß? Nein. Nein? Ach was, das macht doch einen riesen Spaß. Yeah.
finde, du könntest ja auch einfach als Stallbursche anfangen. Kein Problem. Ich glaube nicht. Ist halt auch so gemein, weil diese ganzen Äpfel einfach so komplett gefroren sind. Und die sind so mini. Die kennen ich gar nicht. Ja, siehst du, mit dem Appleboy würde es viel besser gehen. Okay, es sieht hier ganz gut jetzt wieder aus. Es ist zwar nicht alles komplett ordentlich geworden, aber ich finde, du hast es sehr gut gemacht, Konrad. Und dann bring jetzt mal die Karre weg, denn dann geht's weiter im Programm. Oh nein. Schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden. War das jetzt eigentlich gerade dein erstes Mal abäppeln? Ich glaube, du hast noch nie abgeäppelt, oder? Nee. Also Box hast du schon gemistet, deine eigenen Boxen mistest du ja auch, aber draußen musst du ja gar nicht misten, oder? Nö. Also erstes Mal Paddock abäppeln hat erfolgreich geklappt. Du warst halt ein bisschen langsam, aber alles gut. Wir setzen uns jetzt ins Auto und dann geht's weiter im Programm. Was glaubst du, machen wir jetzt? Also ich dachte, wir bleiben eigentlich im Stall, aber also wenn ich so an Heller denke, dann denke ich immer an Stall. Wir fahren zu einem anderen Stall. Ich muss mich nämlich um das Pony von Lucy kümmern, um Bambi. Ah. Und da fahren wir jetzt hin. Also du lagst schon richtig mit deiner Vermutung, muss dich leider enttäuschen, Konrad. Aber danach habe ich mir noch eine richtig coole andere Aufgabe überlegt, also wenn wir aus dem Stall wieder zurück sind. Danach kannst du mein Haus putzen, yeah! Ja, gute Idee! Eigentlich hatte ich was anderes überlegt, aber das ist auch eine gute Sache. Das war Ironie. Wir sind jetzt angekommen und ich habe schon maximal Bock auf die Kälte. Herr, lass schon ausgestiegen. Komm raus! Meine Lippen sind halt schon so richtig trocken, das triggert halt schon so. Ja, bei mir sind auch meine Lippen trocken und meine Hände abgefroren, aber Das muss, ne? Die Fettchen müssen versorgt werden. Also, let's go zu Bambi. Also, wir sind jetzt hier bei Bambi beim Paddock angekommen. Wie du sehen kannst, habe ich zwar Gummistiefel an, aber ich fände es, glaube ich, besser, wenn du jetzt Bambi einfach mal holst. Hast du meine Schuhe mal angeguckt? Ja, mit denen. Bitteschön. Half da und mach hier mal auf. Ich habe Angst, dass ich hier einen Stromschlag kriege. Die Pferde sehen hier alle gleich aus. Wie soll ich erkennen, welches Bambi ist? Also, ja. Die sehen wirklich alle gleich aus. Die mit der blauen Decke. Die da, die. Dann sogar zwei in der blauen Decke. Dann viel Spaß dir. Dieses eingefroren. Gut, Konrad. Ich habe mir übrigens überlegt, jetzt. Wir machen sie jetzt mal fertig und dann gehe ich schön eine Runde ausreiten und du läufst nebenher. Toll, oder? Yay. Wie geht's dir? Mir ist arschkalt. Alles ist hier gefroren. Also Bambi haben wir jetzt schnell zusammen fertig gemacht. Konrad hat mir echt richtig gut geholfen, den Sattel geholt, wenn er es machen sollte. Nur wir konnten da jetzt nicht filmen auf der Stallgasse. Es wäre mega, Konrad, wenn du einmal für mich nachgurten könntest. Nachgurten? Weißt du, was Nachgurten ist? Ich glaube schon, aber ein Gurt anziehen. Ja, richtig. Wo liegt der Gurt? Unterm Bauch oder so. Ja, genau. Hier. Siehst du die Strippe? Ja. Die musst du ziehen. Aber sachte, ne? Sachte. Sachte anziehen. Und beide. Beide sachte anziehen nach oben. Ins nächste Loch. Hat das geklappt? Ja, beide. Und auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite auch. Aber guck mal, wie praktisch. Ich wollte jetzt zuerst nachziehen, aber da stehen ja überall solche Nummern dran. Das ist sick. Hier, Konrad, du kannst jetzt mal die Decke nehmen. Oh mein Gott, es weht hier so im Wind. Es ist hier einfach so eiskalt, muss man ja wirklich mal sagen. Cool, dass du mitkommst, Konrad, aber du hast ja auch keine andere Wahl. Ich reite jetzt hier ein bisschen hin und her. Konrad, du kannst dich ruhig in der Abschutzdecke einwickeln und ich habe sogar noch Handschuhe für dich. Danach rieche ich aber komplett nach Pferd. Oh, es ist hier so windig. Ich hoffe, ihr hört uns. Ja, so ist es halt, Konrad, wenn man mit ins Stall kommt. Nein, kannst du natürlich selber entscheiden, aber es ist natürlich sehr, sehr kalt. Und ich reite jetzt mal. Als nächstes habe ich mir was ganz Besonderes überlegt für dich. Denn es gibt eine Sache, die kann mein Bruder besonders gut und die kann ich gar nicht. Dreimal darfst du raten? Ja, richtig, richtig. Du kannst mir... Da freue ich mich schon mehr drauf, anstatt auf dem Stall. Ja, du kannst mir jetzt erstmal was richtig Leckeres kochen. Schau nicht so. Du hast dir das Video ausgedacht. Das war halt eine dumme Idee. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Koche ich jetzt was für Hella, aber ich sag nicht Hella, was ich für sie koche und sie muss jetzt hier warten. Echt? Ja. Ich dachte, ich krieg so eine Auswahlmöglichkeit oder so. Wer bestimmt ja eigentlich den Tag, ganz kurz. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich habe mir überlegt, ich mache Hella einen nicen Salat und dazu noch so Reis mit so einer Soße. Der Salat wird jetzt geschnitten. So, das kommt dann in die Schüssel rein. Dazu kommen dann auch noch ein paar Tomaten. Kann man hier auch noch rein. Dazu kommt dann auch noch eine halbe Zitrone. Dazu habe ich dann noch etwas Soße getan und mit Salz und Pfeffer ist noch gewürzt. Der Salat wird jetzt hier noch auf einem schwarzen Teller angerichtet. Ich habe jetzt das Ganze hier noch angerichtet mit so einer Avocado und dazu dann noch so ein Sprudelwasser mit ein bisschen Minze und einer Zitrone getan. Das bringe ich jetzt Hella. Oh, das sieht ja köstlich aus. Was ist das für ein Getränk? Ein Sprudelwasser? Das ist ein Sprudelwasser, unglaublicherweise. Mmh, unfassbar lecker.
Nur, wie soll ich das Ganze jetzt essen? So? Mega köstlich. Schaut euch das mal an. Wow, also da hat sich jemand ordentlich Mühe gegeben. Besser kann der Tag ja hier nicht enden, ne? Sieht aus wie eine Bowl. Ja, richtig lecker. Mama, fällt dir noch eine gute Aufgabe ein, die ich Konrad geben kann? Haus aufräumen, Wäsche machen. Also, Taste-Test sehr gut. Wow. Ich liebe ja auch Salat. Echt lecker. Jetzt sogar hier noch eine Avocado dazu. Und dann hast du hier noch Reis mit was? Ist das? So eine Soße, die hat Mama gekocht. Besser hätte es nicht werden können. Vielen Dank, Konrad. Und was isst du da jetzt? Ich esse den Salat. Ach, du isst den Salat aus der Schüssel. Mama hat gerade gesagt, du sollst auch mal die Wäsche machen und das Haus aufräumen. Aber ich bestimme ja heute. Das ist echt schade. Deshalb kann man nur sagen, schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal bestimmen soll. Also lass einen Daumen nach oben da und dann darf Mama vielleicht mal bestimmen, oder? Nein. Doch. Ich glaube, das wird der Albtraum von Konrad werden. Das wird dein persönlicher Albtraum. Das geht mir jetzt irgendwie in die falsche Richtung. So ist es halt. So Leute, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und bei wie vielen Likes darf Mama dann dein Leben bestimmen? Bei gar keinen Likes. Ich will das Leben bestimmen. Bitte helfen Sie mir. Auf jeden Fall, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr Videoideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder einfach sonstige Kommentare. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, tschüss. Euer Conny.